Der ist so weich. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Lecker. Hallo zusammen. Heute wird wieder gebacken und heute wird auch wieder im Varoma gebacken. Ja? Wir machen heute, ihr habt es bestimmt schon im Titel des Videos gesehen, wir machen einen Marmorkuchen und zwar nach einem Rezept von meiner Mutter. Dieses Rezept ist jetzt, ich glaube, 25 oder 30 Jahre alt. Ich zeige euch gleich den Zettel, wo das Rezept draufsteht. Der ist auch 25, 30 Jahre alt und der wird jedes Mal noch benutzt. Aber dazu kommen wir gleich und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Der Rezeptzettel wird jedes Mal noch rausgeholt. Er sieht so inzwischen aus, wurde schon mit Tesafilm repariert, ist ganz vergilbt, dreckig, schmierig, speckig. Aber das Rezept ist wirklich der Oberknüller. Der Marmorkuchen ist von außen etwas fester. Das kommt dadurch, dass wir, ich zeige euch das gleich noch in der Gugelhupfform, mit Paniermehl arbeiten. Aber von innen ist er richtig, richtig weich und fluffig. Und das möchte ich mit euch jetzt machen. Das Rezept, so wie es hier drauf steht, ist für einen großen Gugelhupf gedacht. Da wir ja im Varoma das Ganze backen wollen und da natürlich kein normaler Gugelhupf reinpasst, habe ich mir eine 16er Gugelhupf geholt, habe die schon mal eingefettet mit Butter und habe die dann mit Paniermehl so ausgepudert. Die überschüssigen Sachen, die habe ich dann einfach so abgeschüttet, abgeklopft. Und deswegen passe ich auch die Mengenangaben jetzt etwas an für die kleine Gugelhupfform. Das Originalrezept, das werde ich auch nochmal verfilmen. Das kommt dann auch jetzt in Kürze, dass ihr auch quasi die große Menge für den großen Gugelhupf dann einmal zur Verfügung habt. Beide Rezepte kommen auch in die Rezeptwelt. Die verlinke ich unten wie immer in der Infobox. Bei manchen steht Infobox, bei manchen steht Beschreibungstext oben rechts in der Ecke. Je nachdem, mit welchem Endgerät ihr da unterwegs seid im Netz, müsst ihr einfach mal suchen nach dem Beschreibungstext. Steht aber immer sofort oben Rezept, Doppelpunkt und dann ein Link. Es geht los. Und zwar mit. Ups, jetzt muss ich hier mal auf meinen Spickzettel schauen. Ich habe die Zutaten schon ein bisschen von den Mengen umgeschrieben und habe das schon mal auf einen extra Zettel gemacht. Wir fangen an mit Margarine. Ich habe jetzt auch die Margarine genommen, die meine Mutter immer nimmt. In der Hoffnung, dass das wirklich so wird wie bei ihr. Und zwar fangen wir an mit 100 Gramm Margarine. 100 Gramm. Da hinzu kommen jetzt 100 Gramm Zucker. Das ist da jetzt noch ein bisschen, ach so, nö, das geht ganz leicht auseinander. Da waren nur so paar kleine Bröckchen drin. 100 Gramm Zucker, die mache ich jetzt möglichst nebens Messer, damit das da nicht auf der Schraube liegen bleibt. Und ich muss mir jetzt die Zeiten, weil hier stehen ja nur auf dem Rezept nur die Mengenangaben drauf. Und das ist natürlich nicht für den Thermomix gedacht. Deswegen muss ich mir die Zeiten jetzt erstmal so ein bisschen zurecht klamüsern hier. Die sage ich euch dann immer im Anschluss, beziehungsweise die stehen dann auch in dem Rezept, in der Rezeptwelt drin. Dann kommt der Deckel drauf. Ich mache jetzt den Messbecher nicht drauf, weil wir verrühren das jetzt erstmal relativ langsam, glaube ich. Und da ist jetzt nicht viel drin, da wird auch nicht viel passieren erstmal. Und jetzt muss erstmal die Butter, die Margarine mit dem Zucker vermischt werden. Ich stelle jetzt keine Zeit an, sondern lasse das einfach hochlaufen, die Zeit, damit ich euch hinterher sagen kann, wie lange das dauert. Und ich fange jetzt an mit Stufe 2 und warte dann so lange, bis das eine homogene Masse wird. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu.
aus. Das hat jetzt eine Minute gerührt. Ihr seht, das ist jetzt schön eine Masse geworden. Ich habe natürlich noch was vergessen. Und zwar Vanillezucker. Mein selbstgemachter Vanillezucker ist leider leer. Deswegen muss ich jetzt hier auf gekauften zurückgreifen. Und da kommt jetzt noch dran, zusätzlich zu diesem 100 Gramm Zucker, kommt da jetzt noch ein Teelöffel Vanillezucker dran. Das könnt ihr dann direkt machen, mit dem Zucker direkt rein und dann diese eine Minute verrühren. Jetzt habe ich die eine Minute mal eben auf. Und jetzt habe ich mir überlegt, gebe ich den Rühraufsatz ein, den muss ich eben holen. Der ist nämlich noch in der Tasche vom letzten Erlebniskochen. So, Rühraufsatz rein. Und jetzt kommen Eier hinein, und zwar zwei Stück. Eins. Das Ganze, jetzt muss ich nochmal auf den Spickzettel hier drauf schauen. Das Ganze wird jetzt nochmal miteinander verrührt. Also Deckel wieder drauf. Und jetzt mache ich das, mal schauen, wieder auf Stufe 2. Und die Zeit sage ich euch gleich. So, das war auch eine Minute. So sieht das jetzt aus. Da ist jetzt ein bisschen was hier an dem Spatel dran. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Ach, an dem Spatel sage ich schon, an dem Rühraufsatz dran. Das ist aber nicht schlimm, weil jetzt kommt nämlich das Mehl hinzu. Und zwar 100 Gramm Mehl. Da nehme ich jetzt einen Löffel, einen Esslöffel und kann das damit besser portionieren, als wenn ich das jetzt einfach reinschütte. Das mache ich auch jetzt so neben den Schmetterling. Jawohl. 100 Gramm Mehl. Dann kommt hinzu eine Prise Salz, dann aber nur eine kleine Prise, weil die normale Prise so kommt eigentlich in die normale Menge mit rein. Deswegen so eine ganz kleine Prise Salz und einen gestrichenen Teelöffel Backpulver. So, kommt auch mit rein. Und das ganze Mehl, Backpulver, Salz wird jetzt auch wieder verrührt. Und zwar, ich mache wieder Stufe 2. Ja, Stufe 2 ist, glaube ich, ganz gut. Und die Zeit sage ich euch gleich wieder. Das sieht doch schon hervorragend aus. Ja, das lasse ich so. Das war jetzt eine Minute. Also ihr seht, das ist alles immer irgendwie nur in einem Minutentakt. Das reicht wohl vollkommen aus. Und dann wäre der Grundteig schon mal fertig. Ich lasse den Rühraufsatz drin. Den brauchen wir, obwohl ich nehme erstmal raus. Wir brauchen ihn aber gleich nochmal. Wir müssen ja aber dann die dunkle Masse noch verrühren. Tja, dann nehmen wir ein Tellerchen. Ein Teller. So, jetzt nehmt ihr von dem Teig ungefähr zwei Drittel und packt das in den Gugelhupf. Ich zeige es euch nochmal. Also wie gesagt, also mit Butter einmal ausstreichen und dann mit Semmelbrösel bzw. Vanillemehl einmal dann auspudern. Und jetzt müsst ihr so ungefähr gucken, dass ihr so zwei Drittel von dem Teig
hier reinbekommt. Das müsst ihr dann nach Gefühl machen, wie viel das dann ungefähr ist. Ich zeige euch gleich, was dann im Topf noch verbleibt. So, das ist jetzt ungefähr, aber wenn es nicht ganz zwei Drittel ist, ist das auch nicht schlimm. So, ich glaube, das reicht. Die Gugelhupf ist jetzt so weit nur gefüllt. Ich verstreiche das mal ein bisschen mit der kleinen Seite von dem Spatel hier. Dann mache ich das einfach nur, dass das so ein bisschen verteilt ist. So. Ja, also so ungefähr ist das jetzt nur gefüllt. Und da kommt jetzt rumgesaut hier der Rühraufsatz wieder rein. So. Jetzt kommt, wir wollen ja Marmorkuchen machen, Backkakao mit hinein. Da nehme ich den auch von dem berühmten Doktor. Das ist aber eigentlich egal, was ihr da nehmt. Ist noch gar nicht auf, ist noch ganz frisch. Und zwar, ich kenne halt jetzt wieder nur die Menge von dem Originalrezept. Jetzt brauchen wir natürlich, da wir jetzt weniger Teig haben, auch nur weniger von dem Kakao. Und zwar nehme ich da jetzt mal einen gehäuften, gut gehäuften Teelöffel Kakao. Dann mache ich die eine Hälfte dahin, die andere Hälfte dahin, dass das ein bisschen noch schon mal vorab verteilt ist. Und was noch rein muss, ist ein Esslöffel Sprudelwasser. Da ist aber wichtig, dass das wirklich mit Kohlensäure ist und nicht ganz stilles Wasser. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Die Masse wird jetzt auch wieder verrührt, wieder so Stufe 2. Ja, das sieht doch gut aus. Das waren jetzt 30 Sekunden. Und jetzt kratzen wir das hier ein bisschen von dem Spatel ab, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt wollen wir möglichst viel von unserem Teig hier retten. So. Ich muss das mal eben hier abputzen, das stört mich doch jetzt hier. So. Jetzt geht's weiter. Und zwar nehmt ihr jetzt halt die Schokomasse und macht die einfach oben drauf. Für die, die normalen Marmorkuchen schon gemacht haben, ist das ja alles wahrscheinlich nichts Neues, außer vielleicht die Rezeptur. Aber so von der Machart her ist das wahrscheinlich dann für euch nichts Neues. Und da könnt ihr halt jetzt zusehen, dass er wirklich alles rauskratzt, damit ihr da möglichst viel Teig noch herausholt. Jetzt mache ich das Restliche, was da noch am Messer klebt, einmal kurz auf Turbo ab. Also einfach den Deckel drauf, verschließen, einmal kurz auf Turbo. So. Und ich kann mit dem Spatel jetzt ganz schön am Mixtopfrand entlang fahren und wirklich ganz viel noch rausholen. So, das ist dann jetzt der Rest, der im Mixtopf verbleibt. Saue ich hier mir gerade die ganzen Hände ein. So. Jetzt ist die Masse drin. Jetzt kommt dann der Marmorkuchen-Trick. Lasst euch gesagt sein, das ist das erste Mal, dass ich einen Marmorkuchen mache. Bis jetzt habe ich ihn aber nur gegessen, aber nicht selbst gemacht. Ich verteile die Schokomasse jetzt auch erst noch einmal so ein bisschen ringsherum, so dass das überall verteilt ist.
So, und jetzt müsst ihr, ich habe bis jetzt immer nur zugeguckt, die Masse mit so einer, Gabel dann einfach immer so, also einmal reingehen, rumrühren und dann, ich hoffe, ich mache das richtig, und dann die Schokomasse da so quasi drunter ziehen. So, das war's schon. Jetzt verstreiche ich nur ein bisschen die Oberfläche nochmal, dass die ein bisschen so, ne, einheitlich ist. So. Der ist jetzt so, ja, ich würde sagen, zur Hälfte ungefähr gefüllt. Und jetzt kommt das Backen im Varoma. Was ich jetzt mache, ist einmal den Mixtopf ein bisschen ausspülen. Da mache ich so die so viel Wasser rein, dass die Niete da ungefähr bedeckt ist. Und dann mache ich das ganz kurz mit dem Becherchen. Wo ist er denn? Hallo? Das gibt's ja gar nicht. Verschwunden. Ich halte jetzt einfach nur die Hand drauf. Also macht einfach den Messbecher drauf und dann einfach nur so Stufe 10 aber durchspülen. So, das reicht schon. Nur, dass halt so ein bisschen die Schokolade da raus ist. Beziehungsweise die Teigreste. Das wird jetzt einfach nur ausgeschüttet. So. Wenn da jetzt noch ein bisschen was drin ist, das soll uns nicht stören. Und jetzt kommen ungefähr 1,5 Liter Wasser rein. Hier sind ja die Markierungen im Mixtopf drin. Ich nehme jetzt schon möglichst heißes Wasser, dass das Kochen halt nicht ganz so lange dauert. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und der Varoma. So, jetzt ist noch ein kleiner Trick anzuwenden. Wenn ich das jetzt so einfach da reinstellen würde, den Deckel drauf machen würde, dann würde das ganze, der ganze Dunst würde dann sich am Varoma-Deckel sammeln und in den Kuchen reintropfen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehmt ihr einfach nur Frischhaltefolie. Da könnt ihr vielleicht möglichst dicke nehmen. Da, ich habe da jetzt nur diese hier da. Nehmt da die Frischhaltefolie. Wenn ihr die dann richtig abkriegen würdet, nicht so wie ich. Das ist so ein Billigdingen da. Jetzt schneide ich das mal mit der Schere hier eben ab. Oh, was ja auch ganz prächtig funktioniert hier. Und jetzt deckt ihr den Gugelhupf mit der Folie ab. So. Und das Päckchen, das stellt ihr jetzt in den Varoma. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. So. Und das Ganze wird jetzt für 60 Minuten gegart, beziehungsweise gebacken. 60 ist auch die höchste Stufe, geht also gar nicht weiter. Und zwar auf Varoma und auf Stufe 2. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Kuchen schon ein bisschen abgekühlt ist. Aber ich, wie heißt das, ne? Ich, so, stürzen, ne? Ich stürze den dann mit euch zusammen, dass ihr auch seht, dass er da gut rausgeht. Dann sehen wir uns in einer Stunde wieder, beziehungsweise ich sehe euch in einer Stunde wieder und ihr mich jetzt gleich direkt. Bis gleich, tschüss. So, es ist soweit, der Kuchen ist fertig. Die 60 Minuten haben auch ausgereicht. Ich habe die Probe mit dem Holzstäbchen gemacht. Der Teig ist durch. Und ich habe den jetzt rausgenommen, habe die Folie schon abgemacht, habe den jetzt bestimmt eine Viertelstunde ungefähr abkühlen lassen. Er sieht jetzt so aus. Ist das nicht toll?
Also er ist wirklich schön aufgegangen. Wenn man überlegt, dass der vorher nur halb so voll war, die Gugelhupfform, und jetzt halt ja, fast bis oben hin, ist das schon ordentlich. Jetzt wollen wir den einmal stürzen. Also man sieht auch schon hier jetzt nach dem Abkühlen insbesondere, dass der sich sehr, sehr gut vom Rand gelöst hat. Jetzt nehme ich hier so ein Gitter und stürze den jetzt einfach. Er rutscht auch ganz hervorragend raus. Und so sieht der dampfgegarte Marmorkuchen aus. Also toll, oder? Finde ich sehr, 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 sehr schön. Hier auch nochmal der Rest, der jetzt ist. Also es ist wirklich kaum was, was da drin geblieben ist. Und jetzt möchte ich den natürlich auch mit euch anschneiden. Und natürlich auch probieren. Ganz klar. Ich werde wahrscheinlich erst ein Foto noch von machen müssen. Wo habe ich, da habe ich das Messer ja schon liegen. Ein Foto von machen müssen. So, ich habe gerade das Handy geholt. Während das jetzt, da war nämlich der Akku leer. Während das jetzt hochfährt, schneide ich das schon mal mit euch an. Also ich muss euch einmal die Konsistenz hier zeigen. Guckt mal, wie wirklich schön weich der ist. Also ganz, ganz, ganz toll. Und das ist halt der Vorteil vom Dampfgaren. Das hatte ich ja in dem einen Video schon erzählt mit Sibylles Schokoflan, dass die Feuchtigkeit halt nicht entweicht, so wie das halt beim Backen der Fall ist, im Backofen, sondern dass die Feuchtigkeit halt drin bleibt. Butterweich, butterweich. Ganz toll. Jetzt nehmen wir mal hier ein so ein Stück raus. So sieht er aus. Ganz toll, ganz locker. Da mache ich jetzt das Foto eben von und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Foto ist gemacht. Das bekommt ihr gleich auch natürlich wie immer im Abspann zu sehen. Ich habe das jetzt hier auf den Teller gepackt fürs Foto. Aber jetzt kommt einmal dann mit euch der Geschmackstest. Ach, jetzt nehme ich noch einen Teller. Ist ja nicht so, dass wir keine Teller hätten wollen. Also wenn man da drauf drückt, dann ist das ganz, hört man richtig dieses Fluffige. Mahlzeit. Der ist so weich. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Lecker. Ganz, ganz toll. Geschmacklich, so wie ich ihn kenne, ganz hervorragend. Holt euch so eine Gugelhupf, so eine ganz kleine. Es muss eine 16er sein. Es gab da auch eine 18er, die war aber so 5 mm nur höher und das hätte schon nicht mehr gepasst. Das ist jetzt, ich kann es ja ruhig sagen. Ach nee, das ist doch nicht die. Ich dachte, das wäre die von dem Doktor. Ist aber doch nicht, weil die vom Doktor, die wäre nämlich zu hoch gewesen. Da gab es nämlich nur eine 18er. Ihr braucht also eine 16er Gugelhupf und es passt auch eine 18er Springform rein. Da werde ich auch demnächst noch was mitmachen. Aber die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall. Die hat jetzt, glaube ich, 14 Euro gekostet. Gerade für einen kleinen Personenhaushalt, vielleicht für zwei, da reicht so eine Portion ja auch meistens locker aus. Und von daher kann ich euch das empfehlen. Nicht nur, weil es halt in Varoma gemacht ist und was absolut genial ist, sondern weil es halt auch super, super, super lecker schmeckt. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Wie angekündigt, kommt auch in nächster Zeit, eigentlich in Kürze, auch nochmal das Video zu normalen Marmorkuchenportionen, dann in einer großen Gugelhupfform. Aber das kommt dann später. Das dürft ihr jetzt erstmal nachmachen mit bestem Gewissen.
Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss!